Argon Balance. Einfach ganz Leben. Prof. Dr. mit Andreas Ströhle, Janina Rogol und Prof. Dr. Thomas Fiedrich. Die Seelendocs. Was Sie über psychische Gesundheit und Krankheit wissen sollten. Gelesen von Bernd Rehäuser. Ein Hörbuch des Argon Verlags. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer! Psychische Erkrankungen werden von vielen Menschen noch immer nicht ernst genommen und die Betroffenen sind ausgegrenzt oder werden stigmatisiert. Dabei sind psychische Erkrankungen Bestandteil eines normalen Lebens. Etwa jeder zweite Mensch erkrankt mindestens einmal im Leben an einer psychischen Störung. Dies ist also noch wahrscheinlicher als einmal im Leben an Krebs, Typ-2-Diabetes, oder einem Herzleiden zu erkranken. Mit diesem Hörbuch möchten wir als Seelendocs, die sich tagtäglich intensiv in der psychologischen Praxis, der Psychiatrie, der Wissenschaft und der Lehre mit der Psyche und ihren Erkrankungen beschäftigen, einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung leisten. Deshalb laden wir Sie mit diesem Ratgeber ein, sich in die Welt der Psyche zu begeben und zu erfahren, wie psychische Erkrankungen bei Erwachsenen entstehen können, was sie erhält und wie sie gut und erfolgreich behandelt werden können. Denn auch wenn jedem von uns grundsätzlich wunderbare Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um schwierige Zeiten zu meistern und psychisch gesund zu bleiben, Freunde, Hobbys und positive Eigenschaften, die wir im Verlauf des Lebens entwickelt haben, so kann es auch einmal sein, dass diese Ressourcen nicht mehr ausreichen, unsere Seele leidet und wir daran erkranken. Wir möchten Sie darüber informieren, wann der Grad von normal zu krank überschritten ist, wann es Zeit sein kann, sich professionell unterstützen zu lassen, und wie Freunde und Angehörige Ihnen mit sinnvollen Maßnahmen zur Seite stehen können. Neben dem Basis Know-how zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, haben wir zahlreiche Handreichungen und Tipps zusammengestellt, wie wir unser Wohlbefinden für eine starke Psyche steigern können. Denn jeder von uns kann aktiv viel für sich selbst und seine psychische Gesundheit tun. Und wenn dies nicht mehr ausreicht, dann können Ihnen Experten helfen. Im Sinne einer besseren Lese und Hörfreundlichkeit haben wir uns für die in den Leitmedien übliche Form des Genders entschieden, und setzen abwechselnd die weibliche und männliche Form ein. Im Sinne der Gleichberechtigung sind diese Begriffe wertfrei und gelten für alle Geschlechter. Wir freuen uns darauf, sie zu begleiten und zu unterstützen. Ihre Seelendocks. Erstens Psychologie, die Basics. Ein bisschen Psycho sind wir doch alle. Immer mal sind wir richtig verrückt, und jeder von uns hat irgendwelche Macken. Außerdem haben wir auch Charakter und Persönlichkeit und liebenswerte Besonderheiten, damit fühlen wir uns wohl und ausgeglichen. Jedoch können uns das Leben und unsere Psyche durchaus peinigen, lähmen und fesseln. Was sind menschliche Grundbedürfnisse und Motive? Welche Ursachen für psychische Erkrankungen gibt es? Warum kommen diese häufig immer wieder? Und wo liegen eigentlich die Grenzen zwischen psychischer Gesundheit und Krankheit? Was der Mensch zum Gesundsein braucht Wir fühlen, denken und handeln unentwegt, meistens ohne groß darüber nachzudenken. Doch hat alles, was wir tun und nicht tun, einen Einfluss auf uns selbst, auf unsere Mitmenschen, auf unsere Umwelt. Im besten Fall geht es uns und allen anderen gut damit. Wenn es hingegen nicht so günstig läuft, fühlen wir uns nicht gesehen, nicht anerkannt, schwach oder auch krank. Was aber treibt unser Tun und Lassen an? Worin bestehen unsere wichtigsten Bedürfnisse und Motive für unser Handeln? Was macht es aus, dass wir uns in jeder Hinsicht wohlfühlen und, möglichst, sogar rundum zufrieden oder gar glücklich sein können?